Guten Morgen. Guten Morgen. Einen wunderschönen Sonntag wünschen wir euch. Wir haben es 20 vor 8. Wir sind um 7 Uhr aufgestanden. Elisand trinkt ihr Kakao. Ich trinke mir jetzt einen Kaffee. Und schauen dabei Paw Patrol ein bisschen, ne? Die anderen schlafen. Aber jetzt erstmal einen Kaffee. Ich muss erstmal zu mir kommen. Also, das ist morgens wie. Ich weiß nicht. Trinke ich erstmal meinen Kaffee und dann werde ich wach. Und dann gucken wir mal, was der Tag so bringt. Wir haben jetzt gefrühstückt. Ich habe nichts gemacht. Ich habe die ganze Zeit auf der Couch gesessen und mit meiner Mutter und mit meiner Schwester telefoniert. Nilane war so toll und hat Frühstück vorbereitet. Und jetzt räumt sie wieder ab, möchte dabei Musik hören. Dann läuft das alles unproblematisch. Ja, ohne Musik würde ich es auch gar nicht machen. Hier hängt schon mal die Wäsche, die riecht ja echt phänomenal. Das ist die Wäsche, die habe ich gewaschen, die noch lange eben halt irgendwo lag für den Trödel. Na, ich finde es nämlich nicht so schön, wenn die Sachen nicht sauber sind. Haben wir jetzt gewaschen, wenn die trocken sind, kommen die in saubere Kartons. Dann werde ich sie nächste Woche dann mitnehmen zum Trödel. Hier sind noch saubere Wäsche von Elisanne, die gewaschen worden sind. Die tue ich jetzt auch hier rein, die sie nicht mehr anziehen kann. Kann man hier wieder Dings hängen? Hier Wäsche, ist ja, drin, ne? Oben kannst du die Heizung mittlerweile ausdrehen. Ne? Weil, die war an. Ja, eben. Ausmachen jetzt. Jetzt ist ja, ich habe die nicht angemacht, die war an. Ich habe ja auch nicht gesagt, du hast die angemacht. Ab sofort ausmachen, sage ich. Ja, braucht man ja, ne? Nicht. Geht eh nicht an. Draußen, wir haben draußen Schüler. Genau, ja. Super, dann hier wird es nämlich warm. Hier kann man jetzt wieder Wäsche trocknen. Ja, das genau. Stimmt. Ne? Ich gucke jetzt oben bei ihr im Schrank, werde ich Latzhose und alles aussortieren. Schatz, zieht die eh nicht an. Ja, mach doch. Oder? Ich guck mal, das passt. Das ist ne? Ja, wir müssen ja alles aussortieren. Das passt auch. Guck mal hinter der Tür, was da hängt, bitte, Schatz. Overwork. Ja, guck mal, mach mal zu. Und eine Jacke. Wo ist denn das Oberteil von dem Pyjama? Weiß ich Mama, guck mal, jetzt bin ich fertig mit deinem Bild. Der passt ja noch. Guck mal, Mama. Die Jeansjacke passt. Die kann, ja, noch. Ja, Bild, dann können Sie ja jetzt noch mal mehr. Nee, ja. Mama, das reicht. Dann mach doch noch ein Bild. Ja, aber da muss noch was fehlen. Und das dauert noch ein bisschen hier. Ja, das dauert. Das lässt du. Der kann auch irgendwo runter oder was auch immer. Im Sack. Nee, die können wir hier lassen. Wo willst du denn damit hin? Am Speicher, da weiß ich wenigstens alle Klamotten da sind. Aber das braucht die doch im Winter. Der nächste Winter ist in 6 Monaten oder so. Nee, ja, aber wir können das hier unten reintun. Die brauchen noch Platz? Wenn ich jetzt Platz mache, wird da Platz frei. Warte erstmal. Das passt hier, das sind Schlafanzüge. Dann gucke ich mal hier mit Unterhänden. Weißt du? Guck mal. Mama, guck mal. Ja, sehr schön machst du das. Das passt dir definitiv. Aber einen Regenbogen hast du gemacht. Das passt dir auch, weil wir müssen mal gucken, was die alles so braucht. Was ist das dran? Ne? Dann weiß ich auch, was ich kaufen muss demnächst und nicht. Ne? Viel Pferde drauf. Welche Größe ist das? Das sind große. Guck, Unterhemden. Das ist klein oder groß? Das ist 110, das ist groß. T-Shirts, guck dir das mal an. T-Shirts werden hier hingetan. Finde ich ja grauenvoll. So, hier müssen wir aussortieren jetzt. Meinst du, das passt ihr ja, ne? Ja. Das hier passt, ne? Mhm. Der hier passt auch. Der ist klein. Elisabeth, was ist mit der Hose? Die kannst du ja im Sommer anziehen. Nein, das ziehe ich nicht. Nein. Die lassen wir noch, Mama, ne, Schatz? Die ziehe ich nicht an. Die ist Partnerlook mit Papa. Ja. Guck mal, das sind T-Shirts für Kindergarten. Das passt dir auch noch. Was meinst du, damit passt, ne? Ja. Die Hosen passen. Was ist hiermit? Der ist zu klein. Dieser passt. Und Mama, wie ist das? Darum geht noch ein bisschen. Mama, das ist ein Parcours. Parcours? Ja. Das geht, ne? Das ist eine Radlerhose. Wow, die Radlerhose. Das Kleid ist klein. Boah, die Jacke ist meine Lieblingsjacke, wo du gerade hängst. Die Jeansjacke kannst du jetzt anziehen. Kannst du heute anziehen. Das T-Shirt ist klein, habe ich letztens gesehen. Ja, das geht. Gesehen.
Das geht auch noch. Mhm. Das will die nicht anziehen. Die Farbe will ich auch nicht anziehen. Die wird ihr passen. Die wird ihr passen. Ziehst du die an? Nein. Siehst du? Weiß ich. Oh, nein. Die Glitzer. Das? Nein. Auch nicht? Nein. Wie, da ist auch Glitzer drauf. Aber ich mag keinen Glitzer. Echt? Okay. Die zieht die auch nicht an, Jörg. Dann kannst du machen. Boah, die ist mag dreckig. Ich, Mama. Das mag ich, das mag ich. Dreckig. Der ist so klein. Nee, der ist gut. Oh. Der ist auch gut. Nein, die ziehe ich nicht an, auf keinen Fall. Die kannst du aber anziehen, ey, die sind zu Hause. Ich bitte dich. Diese Hosen im Winter kannst du anziehen. Die kannst du auch anziehen. Wir können nicht den ganzen Kleiderschrank jetzt hier leer räumen. Und dann habe ich keine Kleider mehr. Hier haben wir jetzt auch ordentlich was aussortiert. Kleider, Hosen, Latzhosen. Und die werden dann auch am Wochenende verkauft, ne, Herr Müller? Boah, die Freude sieht man hier an. Jetzt wollen wir hier Heuschnupfenstaub irgendwie. Ja, weil da draußen alles grün ist. Und jetzt haben wir hier sortiert, hier alles weniger. Ich mach das so, ich tue das einfach rein, weil morgen früh ist hier wieder ein Chaos. Na, hier haben wir auch ein bisschen aussortiert. Ja, das weiß ich, deswegen ja hier. Ach ja, hier haben wir noch nicht aussortiert. Da müssen wir auch noch. Na? Dann morgen sieht jede Schublade so aus. Da kommt da gar ja, die ist zu so klein, Jo. Wenn sie da eine Fließjacke drunter anhat, dann passt sie nicht. Das können wir auch verkaufen. Ne? Schade eigentlich. Ja, die ist, aber ich kann die ja noch mal holen. So, ist ja von Aldi, von daher. Ja, für, ich werde die Sachen für 1-2 Euro verkaufen. Ich werde da jetzt, ich möchte kein reich werden, nicht reich werden davon. Wirklich alle Klamotten werde ich für 1 Euro, 50 Cent, 2 Euro allerhöchstens. Ja, guck mal, die Jacke noch. Ich glaube, die behalten wir noch. Die ist aber noch gut. Ja. Die ist noch gut. Wenn es mal einen kalten Tag gibt, genau. Dann hast du nur noch ja. Ja, die lassen wir noch. Na? Okay. Kommt alles hier auf einen Haufen. Und Schuhe haben wir auch, ne? Was ist denn hier mit den Nikes? Welche Nikes? Die auch Nilane hatte, die auch verkaufen? Nein. Nein? Okay. Spiegelbild. Ich habe Elisan gesagt, die sollen mich zeichnen, wie sie mich sieht. Das bin ich. Ich finde, das ist super gelungen, Elisan. Das ist 1:1 ich. Guck dir das mal an. Wow. Die Zähne, der Mund, die Augen, Hammer. Das bin ich. Ne? Schatz, wenn du das Foto siehst, erkennst du mich wieder? Ja, natürlich. Ja. Hast du toll gemacht. Das hängen wir auf. Und ein Pony. Auf dem Foto habe ich einen Pony. Das in der Mitte, das braune, ist mein Pony. Ja. Bunt muss ja auch mal hier. Ja, das musst du aber bunt machen. Guck mal, das ist Papa. Das sind die Ohren. Das ist die Brille. Und das Gestell halt hinter den Ohren. Und die Haare. Wo ist denn sein Bart? Da. Ach so. Papa. Mhm. Schatz. Wirklich, die hat dich getroffen. Ne? Ja. Aber am besten hat sie mich gezeichnet, das hänge ich jetzt auf. Da ist unser Fußballer, der ist mal schön ordentlich noch. Ich auch, Abi. Beruhig dich mal. Wieso? Aber gib ihr doch. Keinen. Sie hatte noch keinen, ne? Danke. Darf ich auch einen? Nein, natürlich darfst du einen. Fußballer geht gleich Fußball spielen. Ja, ist okay. Thaddeus, wieso kommst du denn so spät? Ist so. Ich werde mich anfangen. Der Zug hatte Verspätung. Ich bin noch mit dem gefahren. Und wie war sein Auftritt? Gut. War geil. Abi, habe ich extra für... Ich, ich koche noch Nudeln. Frag mal, ich habe extra zu mir gedacht, ich mache diesmal mehr, damit Abi auch noch was hat. Danke. Kein Problem. Gleich geht's zum Fußball. Jeha. In 2 Stunden. Ach so, ja, egal. Ihr wollt ja noch essen vorher. Soll ich dir eine Tablette geben, Schatz? Nein. Komm, ich geb dir. Ich habe extra von deiner Mutter welche mitgenommen. Boah, warte mal. Ich geb dir welche. So, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Wir sind endlich so weit, dass wir zum Fußball können. Nee, nur in Elisan hat wieder mal einen Nervenzusammenbruch, weil sie nicht ihre Schuhe anziehen möchte. Warum denn? Weil die nicht schön sind. Weißt du, wie hübsch die sind? Nee, Mama, die sind nicht hübsch. Ich verspreche dir, wenn wir nächstes Mal Schuhe kaufen gehen, wird sich keiner einmischen
Du suchst dir Schuhe aus und ich werde genau die kaufen, die du auch haben möchtest. Alles klar? Ich hab's dir doch versprochen. Du weißt, ich halte mein Wort. Aber nur wir beide. Nur wir beide. Versprochen. Und Papa geht diesmal nicht mit. Nur du, Adler, kommt nicht mit. Papa kommt nicht mit. Aber du hast doch, ist ja nicht schlimm. Papa hat ja gemeint, dass es schön ist. Und du hast ja auch ein Okay gegeben für die Schuhe. Du hast ja gesagt, die sind schön und ich möchte die haben. Hä? Aber jetzt komm, Abi wartet auf mich, auf uns. Und er ist dann ganz traurig, wenn wir nicht kommen und zugucken. Los! Es ist immer so ein Drama. Wenn sie sich was in den Kopf gesetzt hat und es nicht so läuft, wie sie sich das vorstellt, dann ist immer alles ein großes Drama. Ne? Sehr schlimm. Aber gut. Muss man mit umgehen. So, alles gut? Ja, ne? Ich wollte eigentlich bitte ein Kaugummi. Ah ja, kriegst du ja. Komm, setz dich erstmal rein und dann kriegst du ein Kaugummi. Ich schnalle mich jetzt auch an und dann geht's los, ne? Morgen ist Kindergarten, morgen ist Schule. So. Morgen muss ich arbeiten, leider. Nach 500 Metern rechts abbiegen auf Schützenstraße. Ich hatte eigentlich frei. Jetzt habe ich eine Nachricht bekommen, ich soll bitte arbeiten kommen. Wir sind jetzt da. Da drüben sind die. Mal schauen, wie es wird. So, das Wetter ist super. Die spielen jetzt die zweite Hälfte. Unsere Mannschaft führt. Und Tyrese ist immer noch auf dem Spielfeld. Schön. Mit den schwarzen Oberteilen. Die Nummer 8, aber sehe ich jetzt so nicht. Da ist Milane und Tyrese Freundin. So, wir fahren jetzt nach Hause. Fußball vorbei. Die haben verloren. Wer hat verloren? Abis Mannschaft hat verloren. So. So. Willst du was zu trinken? Ja. Gebe ich dir. Hier. So. Milane kommt mit ihrem Bruder und Amelie. Die warten jetzt auf Tyrese. Aber wir fahren schon mal Sonntag rum. Hier. Wir haben 5 Uhr. Nach Hause. Mist, ey, das ärgert mich, dass ich morgen arbeiten muss. Und mich ärgert es, dass ich schon Kindergarten muss. Knieschmerzen hat mein Mann. Die quälen ihn richtig. Und Ibuprofen kann er gar nicht einnehmen, weil er die nicht verträgt. Mensch. Naja, morgen mal zum Orthopäden. Na? Kniescheibe schon irgendwie geschwollen. Warum auch immer. Ich hab mit Lili gespielt, deswegen habe ich euch nicht angefeuert. Ist nicht schlimm, nächstes Mal vielleicht, okay? Macht ihr keinen Kopf Stress. War aber schön, dass du da bist. Ist das richtig? Nee, das ist richtig. Okay, Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause. Das Spiel war sehr tragisch und emotional. Und das Spiel, wir haben sogar verloren und die anderen haben gebombt. Es war sehr tragisch und emotional. Die Brille von Elisa, hör doch mal auf. Ah, nee, ihr sollt euch nicht ärgern. Das Spiel war sehr tragisch und emotional. Die Brille von meinem Bruder ist kaputt gegangen. Er hat 2 blaue Flecken in seinem Gesicht. Dann, es haben sich Leute auf dem Feld geprügelt. Ja. Weil der andere... Und der andere hat sich den Bein gebrochen. Hat er sich gebrochen? Aber ja, ich also heute ist sehr viel Krasses passiert. Und auf der Karte steht Hat er sich die gebrochen? Und Hauptsache... Wieso kommt denn da Werbung? Wir haben das doch aufgenommen. Du musst vorspulen. Ist das mein Schatz, ne? Ja. Ich weiß. Elisa, schmeißt du bitte deine Soll ich noch einen Bananensatz nehmen? Oder ist das du kannst viel? Noch 2 nehmen. Also wenn es dir gut tut, dann nimm noch mal 2. Das ist egal. Ich habe ein bisschen Nudeln gemacht. Ja, alles gut. Nimm dir ruhig. Jetzt auch was? Jetzt. Jetzt. Ich hatte auch. Ich hab gesagt, nein. Nee, warum? Geht's jetzt? Ich hab gesagt, oh nee. Danke, dass du gefragt hast, aber ich nicht umgehe. Mir, Janemallah, wer mag hier?
Schick dich weg bei dem Game. Komm mal, du. Ben. Hi, doch. Geht ihr da? Ja, aber nur ein bisschen. Geht ihr? Lass mich vergucken. Oha, Anne, doch. Nein. Ja, oh, jeder, der kleine Auge. Ich werde die Hälfte genommen, ja. Ich bin doch nicht. Ja, noch mehr. Sam, Bonner, werde du zum Sam. Aferin kızım. Hayır. Ne tamam bırak istemiyorum da. Elif Hanım yapma geri dön. Gel sen gel. Dur. Şuna koyalım. Hadi sen iş kur. Baba. Keşke besser olsun. Hadi bana net olsun kur. Nicht spucke. Ablam versin. Versene biraz Nine. Nachmeer. Nicht alles. Tamam tamam. Ver açayım sana. Git. Sana açayım mı? Ich mach einen selber auf. Nee, du spuckst. Nein. İyi mi? Dur. Tamam, bitti. Hadi ich lieb. Ja, tschüss, ciao. Tyrese. Ich bin so hoffentlich. Gehst du? Ciao. Was lädst du mich ab, Loch? Was steigst du denn da hoch? Tschüss, Tyrese. Du kommst morgen Abend? Tschüss. Wahrscheinlich komme ich Dienstag erst. Ja, Dienstag. Alles klar. Ja. Nilay, gehst du da runter? Du. Tschüss, Amelie. Mama, eigentlich, du kennst deine wahre Identität nicht. Ich bin eigentlich, ich wurde von gestern von einer radioaktiven Spinne gebissen. Ich bin Spider-Man. Aber du weißt es noch nicht. Nilay. Und die Welt darf es noch nicht erfahren. Das ist nicht wahr, ne, was die da macht. Ich glaube, die Welt darf nichts noch wissen. Sie blubberte viel. Hast du dich Schule? Also in der Uni? Ja, deswegen sage ich, ich komme Dienstag erst. Alles klar. Weil ich schlafe vor Kopf und von da aus gehe ich zur Uni. Okay. Ich bin Spider-Man. Nilay, so musst du machen. Okay, Nilay, Spider-Man. Hat er schon Schnabaksan? Wait a lot. Ihr merkt ihr mir den Sack? Ja, ich weiß. Ich kann sogar Nilay, ihr merkt den? Ich kann sogar Halle-Tanz machen. Nilay, aşağı düşersin. İyi, ben yukarı çıkıyorum, ben tschüss diyorum. Oldu, tschüss. Anne, bak Halle-Tanz. Hadi, tschüss. Nilay, aşağı. Tschüss. Ja, die Hose kannst du anziehen. Und was willst du drüber anziehen? Ja, drüber. Zeig ich dir. Oh, guck mal, da kannst du doch was anziehen. So. Die gestreifte kannst du auch anziehen. Oder das rote. Ja, kannst du machen. Ja, und da muss er. Boah, das ist dann schon cool. Dann such dir was aus. Nee, da nicht. Ich will das da drunter anziehen. Nee, jetzt nicht. Komm, nimm dir was Dünnes hier. Sonst schwitzt du da. Such dir jetzt was Schönes aus. Ist das schön? Ja, ist auch schön. Ja, alles klar. Dann hier Socken. Aber nicht auf den Boden tun, sondern da auf deine Liege da. Was liege? Da, guck mal. Da drauf. Ja, die Hose. Die Socken. Und das hier auch noch, okay? Und Unterhemd, ohne Unterhemd. Da ist ja alles schon sauber. Die Klamotten liegen da, okay? So, und jetzt ab geht's ins Bett. Los, ab geht's. Nele, Elisan ins Bett. Ich bin mit eingeschlafen. Ich nick jedes Mal ein, wenn ich Elisan schlafen lege. Bei mir dauert das auch immer länger. Wenn mein Mann sie schlafen legt, dann ist das immer in 10 Minuten abgespeist, aber bei mir nicht. Wir lesen, wir machen Schattenspiele, dann wird gekrault, dann wird Hörspiel gehört. Ja, und dann nicke ich mit ein. Ich wäre jetzt auch nicht aufgestanden, aber Nilense sitzt noch im Wohnzimmer und die geht jetzt auch schlafen. Morgen geht der Alltag wieder los, Wochenende ist ja somit vorbei. Und morgen muss ich ja arbeiten, war eigentlich nicht geplant. Aber so ist das nun mal. Naja, ich sag jetzt gute Nacht. Mhm. Schlaf gut, ich werde auch heute nicht mehr alt. Ich bin jetzt schon gaga. Ne? Morgen ist ja Montag und morgen früh machst du dich fix fertig, okay? Mhm. Ich werde mich jetzt auch verabschieden. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche.
abonniert Mamas Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt etwas in die Kommentare. So, und jetzt gute Nacht, Milad. Gute Nacht. Gute Nacht.